Die Deutsche Bundesbank hat im Jahr 2020 rund 58.800 falsche Euro-Banknoten im Zahlungsverkehr registriert. Das entspricht einem Schaden von 2,9 Millionen Euro. Damit ist die Anzahl der Fälschungen gegenüber dem Vorjahr um 6,5% gestiegen. Der Nennwert der sichergestellten Banknoten sank dagegen um 14,3%. Im Jahr 2019 wurden vor allem 50-Euro-Banknoten gefälscht. Im vergangenen Jahr, im Jahr 2020, hat sich dann die Zahl der 10- und 20-Euro-Fälschungen am Gesamtaufkommen deutlich erhöht. So machten die kleinen Stückelungen fast die Hälfte aller Fälschungen aus. Dabei handelt es sich vor allem um leicht erkennbare Fälschungen ohne Sicherheitsmerkmale. Auf der Vorderseite steht sogar Movie Money oder auf der Rückseite Prop Copy. Im zweiten Halbjahr 2020 war die Zahl der Fälschungen deutlich niedriger als im ersten Halbjahr. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es weniger Möglichkeiten, bar zu bezahlen. Gleichwohl, es muss niemand Angst haben, dass er also mit Falschgeld überschüttet wird. Ganz im Gegenteil, rein rechnerisch entfallen pro Jahr rund 7 falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner. Das Risiko, mit Falschgeld in Berührung zu kommen, ist nach wie vor sehr gering.